Hallihallo Leute und willkommen zurück zu Kena Bridge of Spirits. Wir sind beim mit an absoluter Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit beim letzten Bosskampf. Und der ist alles andere als einfach, wie ihr entweder letzte Folge schon gesehen habt oder dann spätestens diese Folge sehen werdet. Gut, zugegeben, es liegt auch ein kleines bisschen daran, dass ich etwas tilted bin, weil ich nämlich in der letzten Bossphase leider nicht weiß, was ich machen soll. Ah, mal gucken. Es hat auf jeden Fall irgendetwas mit... Es hat auf jeden Fall irgendetwas damit zu tun, dass Kena immer eine Sekunde ausweicht, nachdem ich ausweichen drücke, warum ich so salty bin. Und es deswegen ziemlich schwierig ist, manchen Angriffen hier auszuweichen. So, das waren drei Stück. Nee. Brauchen noch ein so ein Ding und das ist nicht so einfach, weil die sind natürlich auch an schwer zugänglichen Stellen. So, jetzt aber. Mit einem Treffer rausgekommen, das ist okay. Ja, leider kann man auch zwischendurch erstmal keine Lebensenergie aufladen. Es gibt nur zwei Heilpflanzen, zu denen man aber erst frühestens in der zweiten Phase Zugang hat, weil man jetzt noch keine Rod besitzt. Das ist natürlich scheiße, ne, wenn man seine kleinen Helfer nicht mehr hat. Jetzt weiß ich, wie sich Ägypten gefühlt hat, nachdem Moses abgehauen ist. War das ein bisschen ein sensibler Witz? Ja, ich glaube schon. Immerhin ging es ja da... Uah. Nein, ich lasse mich nicht anspucken. Ah, da hört auf, um mich rumzukriechen, ihr Feiglinge. Kommt ran, damit ich meine Nahkampfattacken treffen. Jetzt weichen die auch noch aus. Unverschämtheit. Sehr verpiss dich. Kackvieh. Okay, wir haben erst die nervtötendsten Viecher umbringen. Gut, alle sind nervtötend, aber die fliegenden ganz besonders. Sekunde, die Bomben machen mehr Schaden, wenn ich die treffe, ne? Ja. Ich dachte, ich kann da rein dingsen. Bin ich nicht unverwundbar, wenn ich dashe? Dass die Kristalle aber auch nicht kaputt gehen, wenn man sie mit Nahkampfangriffen trifft. Oh, nice! Das war jetzt gut gelungen, wenn ich das mal so sagen darf. Genau mit den Köpfen aneinander geknallt. Aber das ist eigentlich nicht so gut, wenn ich hier getroffen werde. Ach ja. Aber so macht es halt einfach am meisten Spaß. Der mag schon Strategie. Nur kranke Psychopathen, so sieht's aus. Das wissen wir doch alle.
Zum Glück hat mir das keinen Schaden zugefügt, sonst wäre ich jetzt angefressen. Gut, schön, dass die Heilung was gebracht hat. Alter, dass er mich auch rauswirft, da gleich mal hier, ne? Reicht das für Stufe 2? Nein, natürlich nicht. Okay, wo ist denn so ein Teil? Oh nice, es hat gereicht. Gut. So, und dann in der nächsten Runde. Da müssen wir echt aufpassen. Ich will das nämlich echt, wenn es geht, nicht noch sehr häufig hier wiederholen. Das Spiel hat Spaß gemacht, solange wie es noch relativ easy war und man ein bisschen rumblödeln konnte, aber wenn es jetzt auf einmal Dark Souls wird, dann weiß ich nicht, ob mir das hier gefällt. Gott, das wird lustig, wenn ich Elden Ring Let's Playe. Habe ich nämlich vor, sobald ich mit Streamen anfange, sind nicht mehr ganz 2 Wochen, dann ziehe ich in meine neue Wohnung. Natürlich muss ich da dann auch mich erstmal einleben und so und alles einrichten. Aber sobald es dann läuft, werde ich streamen. Wisst ihr, was ich hier an dieser ganzen Szene nicht hundertprozentig verstehe? Ich meine, gut, okay. Damit das Spiel halt weitergeht, braucht man das halt. Sekunde, kann ich jetzt auf den draufspringen manchmal? Ja, kann ich. Nee, kann ich nicht. Ich verstehe. Es dann legit nicht. Es tut mir leid. Es ist mir nahezu unmöglich jetzt. Also ich hatte gedacht, dass ich irgendwie darauf springen muss. Hallo? Irgendwas muss man doch machen können, wenn dieses Ding da. Ja, da. Oder kann ich irgendwie die Rod da hinschicken? Kann ich die Rod da hinschicken? Ist es das? Weil das ist von mir, Leute. Ich habe jetzt das gesehen, dass hier unendlich. Hier spawnt ja Heilung wieder. Okay, gut. Ich will nichts gesagt haben. Ich war dumm. Ich war dumm. Ich war unwürdig. Wenn das jetzt stimmen sollte, dass sie die ganze Zeit Heilung spawnt. Ich glaube, man muss ja irgendwie diese Dinger rausziehen, ne? Oder so? Oder reindrücken. Nee. Wir stecken Speere hier drin und man muss die Dinger reindrücken, bestimmt. Ja, ja, okay, alles klar, man muss die Rod benutzen. Deswegen kriegt man hier auch die ganze Zeit neue Energie dazu. Yeah.
hier das Ding raus. Er hat es trotzdem ausgelöst, oder? Au. Aber man kann es halt nur machen, wenn die Dinger leuchten. Na komm, mach deinen Angriff wieder. So, dann kommt sie das Ding noch raus. Ist es der letzte? Ja, das ist der letzte. Komm schon, habe ich es geschafft. Bitte nicht noch eine Phase. Komm, der ist tot. Ja, bleib tot. Der verdorbene Rotgott. Entschuldigung? Achso, ja, hier die Blüte, ne? Gott, wenn das jetzt nochmal losgegangen wäre, weil ich die Blüte vergessen habe. Balance wiederherstellen, eine Trophäe erhalten und das war's. Hoffentlich bitte jetzt nicht nochmal Toshi oder so ein Scheiß. Was ich vorhin sagen wollte, ne? Was mir bisher, ich glaube, ich habe den Gedanken nicht zu Ende geführt, was mir bisher nicht so ganz einleuchtet, warum sagt sie ihm nicht einfach die Wahrheit? Ich meine, es ist doch nur offensichtlich, dass er für alles verantwortlich ist. Es ist doch offensichtlich, dass er überhaupt niemanden gerettet hat. Egal wie gut seine Absichten mal gewesen sind, was auch immer er getan hat, hat dieses komplette Dorf ausgelöscht. Es hat allen die Seele aus dem Körper gerissen, alle sind tot wegen ihm. Gut, ich weiß jetzt nicht, ob Todsein in dieser Welt sowas Schlimmes ist, wenn du dann als Geist weiter rumlaufen kannst. Also, aber jetzt mal, ne? Warum sagt sie ihm das nicht einfach? Warum sagt sie ihm nicht einfach, Alter, du bist hier das Problem. Du hast alle getötet. Du hast niemanden gerettet. Hm, naja, gut. Vielleicht ja jetzt. Our ancestors trusted in the power of the mountain shrine. Its waters nurtured our village, gave us life, strengthened our connection to the spirit realm. I could not understand why it would betray us. Our home was crumbling. And the people looked to me for answers. I failed them. And could only watch as life drained from the village. We should do nothing? You should take action. The creature is connected to the balance of the land. Its presence, the famine, they are part of a natural cycle. The land needs time to heal. We must cross the mountains. It's time to look for a new home. Your faith in the old ways has blinded you. Lead our people, and they will follow you. Zajiro, you have the power to stop this. We should try it out. Down the staff, Toshi. I will end this suffering.
Why are you punishing us? Why? What did we do? Answer me. How many people must die? Why? Tell me! Turn your back on me! Listen to me! Once told me, change was an essential part of life. He understood the Rot God's purpose. Fear drove my actions, and I destroyed something beautiful. If I had just listened to Zajiro, how many could have been saved? I'm sorry, Itoshi. We're not meant to suffer such pain. Grief is natural, but it can imprison us, change who we are. Your torment has lasted long enough. Nothing will change what happened here. You must forgive yourself so the land can heal. Come, Toshi. Our time here is over. Goodbye, Kena. There is only one spirit left for you to help. Lass mich raten. Mir selbst? Ja. Loslassen. Ach, Leute. Na dann. Es wird wohl Zeit.
Goodbye, little friend. Kena, Bridge of Spirits, und das war's, Freunde, wir haben das Let's Play durch. Ach ja, von Ember Lab. Wenn ich es richtig gehört habe, war das wohl deren erstes Werk. Bin mir gerade nicht ganz sicher, ob ich jetzt Bullshit erzähle. Aber naja, was soll's. Ach ja, ja, wie ich das für den Fall, dass das hier euer erstes Let's Play mit mir sein sollte, wie ich das immer am Ende von so einem Spiel mache, gebe ich immer nochmal kurz meinen Senf dazu, wie ich das Ganze fand. Ich hatte durchaus über weite Strecken Spaß mit dem Spiel. Mir hat generell der Stil gefallen, das Kampfsystem war jetzt nicht unbedingt sehr komplex, aber zielführend, die Kämpfe haben immer mal so ein bisschen geschwankt zwischen zu einfach und, naja, herausfordernd. Es gab einige Kämpfe, die waren ziemlich gut gemacht. Manche Sachen, gerade jetzt dieser letzte Bosskampf, waren meiner Meinung nach dann aber einfach nur ein kleines bisschen nervtötend. Gerade einfach durch die Tatsache, dass du halt nicht immer weißt, was du machen musst. Letzten Endes, habe ich es mir aber teilweise auch, das gebe ich zu, ein bisschen schwerer gemacht, als es unbedingt sein musste. Denn am Ende des Tages, du hast halt pro Abschnitt dann halt immer deine Fähigkeit dazu bekommen, ne? Also einen Bogen oder halt diese Bomben, und natürlich sollst du, das will das Spiel halt von dir, wenn es geht, diese Fähigkeiten dann halt auch einsetzen. Am Ende war es dann eben dieser Dash zum Beispiel. Und bei Taro am Anfang war es eben der Bogen, den man kurz davor bekommen hat, wo man dann eben diese Laterne, die da um den Hals trug, abschießen musste. Also am Ende des Tages, auch wenn ich hier und da ein bisschen salty war, haben sie das schon ganz gut gemacht. Wo ich allerdings Probleme sehe oder gesehen habe, einmal, das hatte ich mehrfach im Laufe des Let's Plays gesagt, diese ganze Sammelei ging mir letzten Endes ziemlich auf den Zünder. Ich hab's dann, wie gesagt, die letzten Sachen habe ich dann immer mit einem Guide noch gesucht. Leider war das eben wirklich das Einzige, was man in dieser Welt zu tun bekommen hat. Und dann hatte es auch noch nicht mal unbedingt immer einen Sinn. Stichwort Rothüte, ne? Die haben halt überhaupt nichts verändert. Es war halt einfach nur ein bisschen, dass man diese knuffigen Viecher ein bisschen customizen konnte. Aber mehr halt auch nicht. Da kann man dann gerne bei einem eventuellen Nachfolger dann weniger davon einbauen. Das Spiel hatte die richtige Länge, allerdings, das Gameplay hätte auch noch ein bisschen abwechslungsreicher sein können. Wir hatten den Impuls, wir hatten die Bombe, den Bogen,
und dann später noch den Dash. Und viel mehr gab's halt nicht. Und meiner Meinung nach, das hatte ich auch schon mal gesagt, hätte man von Anfang an alle Fähigkeiten haben müssen. Und diese Fähigkeiten hätte man dann im Laufe der Zeit ausgebaut, dass die eben verschiedene Formen annehmen können, dass du dann auch regelrecht so vielleicht Builds haben kannst, ne? Bestimmte Sachen wurden einfach viel zu selten eingesetzt. Wenn ich dran denke, dieses eine Rätsel, wo man dann plötzlich mit dieser Geister sich die Farben von diesen Töpfen aufdecken musste, um die dann an die richtige Stelle zu setzen. Das haben die halt einmal gemacht. Was auch cool war, war das eine, wo waren die zwei Rätsel waren es. Das eine Mal, wo die Kerzen dann irgendwie angezeigt haben, in welcher Reihenfolge du worauf schießen musst. Das andere Mal waren es dann die Anzahl von Fröschen. Ich habe die Meisterschwierigkeit freigeschaltet. Das kannst du komplett vergessen. Nee, danke, ich hatte jetzt schon, genug Herausforderungen. Oder beziehungsweise ich habe einfach nicht die Geduld dafür. Ja, also wie gesagt, bisschen weniger Collectibles, bisschen komplexeres Gameplay, was so das Spiel außerhalb der Kämpfe angeht. Das war dann eben schon sehr rudimentär und vor allen Dingen sehr, sehr leicht. Hier und da eben noch ein bisschen mehr Rätsel, wo man dann auch wirklich mal ein bisschen nachdenken muss oder wo man aufmerksam sein muss, eben mit diesen Kerzen oder mit den Fröschen, hätte mir dann schon ganz gut gefallen. Diese Geistersicht haben sie fast überhaupt nicht benutzt. Am Anfang, da haben sie dann noch gesagt, ja, du kannst es halt nutzen, um die Rod leichter zu finden. Ich habe das nie benutzt, um Rod zu finden. Und ich habe die auch nie damit gesehen. Also, oder beziehungsweise ich habe die nur damit gesehen mit dieser Geistersicht, wenn ich schon direkt davor stand. Wenn ich sie quasi schon einsammeln konnte, ja, da habe ich gesehen, ah ja, guck mal, da ist was Lilanes. Aber das hast du dann halt auch ohne die Geister sich hingekriegt. Man hätte es eher so machen können, es war ja immer so, dass wenn ein Rod in der Nähe war, hast du halt so einen Herzschlag gehört. Oder beziehungsweise dein Controller hat vibriert. Dass man da sagt, okay, du kannst die halt nicht sehen. Du musst halt irgendwo Stellen in der Welt finden, wo dann der Controller vibriert. Und da musst du dann die Geistersicht einsetzen und dann siehst du die auch. Und dann kannst du die halt auch einsammeln. So, was die Story angeht, auch die zweckdienlich, ne, also wir hatten dieses Dorf, einfach zusammengefasst, in diesem Dorf, dem Dorf ging es am Anfang gut und die haben eben diesen Gott, warum das eben der Fäulnisgott ist, beziehungsweise also warum es auch im Deutschen Rotgott hieß, fand ich irgendwie seltsam, weil im Englischen meinen die, glaube ich, dann wirklich Rot im Sinne von Fäulnis, Verderbnis. Oder vielleicht ist das auch wirklich einfach ein Name, Rot mit Doppel-T. Weiß ich nicht. Und eines Tages ist das aber vorbei gewesen. Eines Tages war dann eben Hungersnot und dann hatten die Durst. Und scheinbar gab es aber da schon Leute, also unter anderem eben den Tsajuro, der dem Toshi, dem Bürgermeister, gesagt hat, ey, wir müssen halt einfach weiter. Und Toshi hat aber gesagt, nee, ich gehe jetzt zu dem Gott und frag den, was hier los ist. Und dann hat der Gott halt nicht geantwortet, dem war es halt egal, was Götter nun mal so machen, denen sind die Sterblichen nun mal, gehen den Sterblichen am Ende am Arsch vorbei. Der Gott lebt ja für die Natur so als Ganzes und der hat eben einfach entschieden, ihr müsst hier jetzt abhauen. Die Natur hier, ihr habt hier Ackerbau betrieben und so weiter, ihr habt die Böden genug genutzt, ihr müsst jetzt hier mal verschwinden, damit die Natur wieder ein bisschen heilen kann. Und Toshi wollte das halt nicht akzeptieren, hat den Gott getötet, damit allerdings eine Explosion ausgelöst, die allen Leuten die Seele aus dem Körper gerissen hat und damit hat er am Ende alle getötet. Was er dann auch bis zum Schluss nicht so richtig einsehen wollte, das Spiel hat dann irgendwie so angedeutet, ja, es lag halt daran, weil er sich selber nicht vergeben hat, deswegen hat er sich wahrscheinlich bis zum Schluss eingeredet, nein, nein, ich war es nicht, dieser Gott ist an allem schuld. Aber naja, hier hatte ich ein bisschen dasselbe Problem halt wie damals schon. Gut, das Let's Play gibt's nicht mehr auf dem Kanal, weil ich das gelöscht habe, aber mit dem God of War, diesen neuesten. Dass halt die ganze Welt tot ist und du interagierst eigentlich nur mit Toten, was bei mir halt nicht so richtig dieses Gefühl regt von wegen, oh, ich muss jetzt hier ganz unbedingt irgendjemanden retten. Ne, sondern die sind halt alle schon tot. Ich meine, ja, gut, okay, die müssen halt irgendwie noch ins Jenseits begleitet werden. Ich schätze, das kann man halt auch machen, wenn eben ein Teil des Dorfes noch am Leben ist. So, und am Ende habe ich nicht ganz verstanden, ob Kena jetzt tot war oder nicht, oder ob das mit diesem Loslassen am Ende, ob das darauf bezogen war, dass ich halt jetzt die Rod loslassen muss, dass die mich eben jetzt nicht mehr begleiten. Aber naja, was soll's, das ist nicht so wichtig. Mein Punkt ist, dass in dem Falle eine Regel gebrochen wurde, was das Geschichtenerzählen angeht, nämlich Show, Don't Tell. Ihr seht es ja jetzt gerade nochmal hier im Titelbildschirm, ne? Wie sieht denn diese Welt für euch aus?
das sieht nicht nach Hungersnot für mich aus. Auch die Leute sahen nicht nach Hungersnot für mich aus. Die sahen alle noch ziemlich gesund aus. Das ist mir schon klar, dass das Spiel dann eben für Kinder gemacht ist, aber meine Fresse, dann erzählt mir nicht alle Ecke lang, oh, wir haben hier Hungersnot und allen ging's so scheiße. Und dann habe ich hier halt so eine bunte, blühende, grüne Welt, die eindeutig noch fruchtbar ist. Ich weiß nicht, was bei denen los war. Da müssen sie halt mal hier irgendwie zum Obi fahren und sich ein bisschen Saatgut beschaffen. Ihr wisst, was ich meine, ne? Also das nichts an dieser Welt hat mir jetzt irgendwie angedeutet, dass hier alles gerade komplett im Arsch ist. Gut, es gab hier und da diese Verderbnis, aber die hat halt auch nichts gemacht. Am krassesten war das, am krassesten hat man es gesehen, direkt bevor man Adira zum ersten Mal, also wo man zu diesem Turm gegangen ist. Weil da war irgendwie wirklich alles düster, da war irgendwie Sturm, du hattest diesen riesen Schild und alles hat irgendwie gebrannt. Da wollte ich dann auch irgendwie wissen, was ist da passiert. Das haben sie auch nicht so ganz beantwortet, was das für ein Bild gewesen sein soll. Als wir Taro gefunden haben, der war dann in einem Sturm einfach mit Blitzen und so. Ja, was damit sagen wir, also wenn ihr es schon für Kinder macht, dann macht aber auch alles für Kinder, ne? Also wenn ihr wollt, dass das jüngere Zuschauer auch konsumieren können, jüngere Spieler auch konsumieren können, dann macht halt alles so ein bisschen für Kinder, dann kommt mir nicht an mit Hungersnot und Apokalypse und wenn ihr dann eben mit Hungersnot und Apokalypse ankommt, dann zeigt die mir auch, ja? Dann soll halt auch wirklich alles elend aussehen und ja, keine Ahnung. Dann wird eben alles schön, wenn die Kena ankommt und die Leute da befreit oder so. Aber das wäre halt so, oder man hätte es vielleicht so drehen können, dass man sagt, okay, Kena kommt hier hin und sie sieht das Dorf so, wie die Leute das wollten, weil sie ja quasi jetzt in der sie ist quasi in der Welt der Geister. Und nach deckt sie dann aber halt auf, so verändert sich das Dorf zum Schlechteren und sie sieht dann, wie das Dorf tatsächlich gewesen ist. So meinetwegen. Dann hätte man vielleicht sogar noch eine moralische Entscheidung am Ende mit zwei verschiedenen Enden bringen können, dass man sagt, okay, Kena sieht halt, wie es den Menschen ging und ist am Ende eben sauer auf den Gott und sagt, na gut, Toshi hat recht, wir müssen den Gott töten und die Menschen müssen hier die Kontrolle haben. Oder sie sagt eben, nee, Toshi hat's vermasselt, was offensichtlich so ist. Ach ja, ich hoffe, ihr könnt aus meinem ganzen Geplapper schlau werden. Ihr wisst, was ich meine einfach. Also gib mir einfach irgendwas, sag mir nicht ständig, dass das alles scheiße ist, sag mir nicht ständig, dass Hungersnot herrscht. Zeig mir ausgehungerte Leute, zeig mir eine verdorrte Welt, in der nichts mehr wächst. Na? Und vor allen Dingen, wenn aber, der hat ja gesagt, irgendwie hier so zu Sajuro, deine Besessenheit von den alten Wegen hat dich blind gemacht. Ja, ganz ehrlich, was haben die denn vorher gemacht? Wo kommen die denn her? Ist das nicht, ich hätte mir jetzt eher so vorgestellt, okay, vielleicht ist das einfach eine nomadische Gesellschaft, die einfach bei denen das einfach dazugehört, dass die ab und zu mal weiterziehen. Der hat den Gott gefragt, hey, wie viele Leute müssen denn noch sterben? Ich habe keine Ahnung, wie viele Leute müssen noch verhungern, dass du raffst, dass du einfach mal weiterziehen solltest, wenn das von Anfang an eine Option war. Keine Ahnung. Dann zieht halt weiter, ne? Also, keine Ahnung, also es klang für mich so ein bisschen so, als wollten die es zwingen. Die waren halt in diesem Dorf. Oh, schon 100 Leute verhungert. Ich würde sagen, wir beten weiter. Klar, der Alte hier und ein paar andere Leute sagen schon die ganze Zeit, wir sollten einfach mal weiterziehen, aber ich würde sagen, wir beten weiter das Vieh an, dem wir offensichtlich scheißegal sind. Na gut, okay, jetzt habe ich ein bisschen genug gerantet, wie gesagt, unterm Strich hat es mir ja wirklich gefallen. Ich verstehe das auch so ein bisschen aus so einer designtechnischen Sicht, sie wollten halt offensichtlich ein Spiel machen, was von Kindern konsumiert werden konnte und da kannst du halt nicht alles düster und Blut und Elend machen. Ja, da musst du denen dann eben dann einfach sagen, dass alles schlecht war und dann glauben dir die Kinder das schon. So. Ich hoffe, euch hat das Let's Play ein kleines bisschen gefallen. Ich weiß noch nicht so ganz, was jetzt danach kommt. Diese Folge kommt, also die Folge habe ich jetzt ein bisschen im Voraus aufgenommen. Das heißt, wenn ihr das seht, bin ich schon mitten im Umzugsstress und dann muss ich erst mal sehen, wann ich wieder so richtig zum Aufnehmen komme. Weil das einfach auch keine einfache Zeit für mich ist. Ich bin einfach sehr emotional, wenn es so um alte Dinge loslassen geht und so mich nach 20 Jahren von meinem Zimmer zu trennen und dann in eine neue Wohnung zu ziehen. Bietet zwar natürlich schöne neue Möglichkeiten, sich weiterzuentwickeln, aber es ist halt irgendwie auch traurig, das Alte zurückzulassen. Naja. Aber auf jeden Fall kommt wieder was. Ihr dürft mir auch gerne Vorschläge in die Kommentare schreiben. Ich denke mir schon was aus. Dann hoffe ich, sehen wir uns auch das nächste Mal wieder.
beim nächsten Let's Play. Bis dahin, haut rein!